In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind Demonstranten in das Parlament eingedrungen. Kurz zuvor hatte die Menschenmenge die hochgesicherte grüne Zone gestürmt. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Tausende Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr hatten sich zuvor an der Hochsicherheitszone versammelt, in der das Parlament und viele Botschaften untergebracht sind. Sie demonstrierten unter anderem gegen die Nominierung des ehemaligen Ministers Mohammed Shia al-Sudani für das Amt des Ministerpräsidenten. Regierungschef Mustafa al-Kadhimi und der Oberbefehlshaber der Streitkräfte riefen die Demonstranten auf, sich sofort aus dem Parlament und der grünen Zone zurückzuziehen. Auch al-Sadr selbst wandte sich an seine Anhänger und rief sie zum Rückzug auf. Auf Twitter schrieb er: Ihr Protest zeige, dass Sie Unrecht und Korruption ablehnten. Eure Botschaft ist angekommen, so der Geistliche. Augenzeugen berichteten über einen allmählichen Abzug der Menschenmenge aus der gesicherten Zone.